Willkommen zurück zu Let's Play Overlord 2. Mir ist aufgefallen, dass die Dinger sofort reagieren, wenn man den Bambus zerschlägt. Ah. Hui. So. Seht, Grüne, ich habe Ihren Geruch schon beinahe vermisst. Wusste ich's doch. Seht doch, Herr. Immerhin ist er nicht genug, euch anzugreifen. Das muss ein Verheerer sein. Hey, das ist diese Frau. Wer ist das zur Hölle? Ich muss... Oh nein. Nicht noch einer von diesen Pandas. Ah, ausgetrickst. Vielleicht können die Grünen das Tier mit ihrem Tarnungsangriff überwältigen. Los! Rausspringen! Ja, und das gute alte Bam! Tot! Kommt zu mir, meine Grünen. Es ist echt lange her. Könnt ihr das alles neutralisieren oder so? Obwohl, für mich müsst ihr das ja gar nicht machen. Rettet das grüne Schergennest, das ist dann wahrscheinlich hier unten. Ja. Was ist denn hier noch? Ich muss ja irgendwo lang führen. Okay, hier ist nichts mehr. Ich dachte schon, da wäre irgendwas versteckt, was ich vielleicht brauchen könnte. Was ist das? Da ist auch nichts. Aber mit den Grünen kann man diese Pandas ziemlich schnell erledigen. Das kommt mir zugute. Ich werde jetzt erstmal diesen Weg freiräumen. Aber zuvor werde ich die Grünen hier positionieren und dann werde ich so machen. Los! Ah! Ah! Und tot! Freilegen! Und jetzt! An die Mauer! Jetzt absorbieren sie das Gift und ich kann die Mauer zerschlagen. Ja, es sieht so aus, als könnten wir hier gut weiter. Ah! Einer von meinen Schergen ist hier. Nein! Vernichtet die Spinnen! Oh nein, da unten sind noch zwei von diesen fetten. Von diesen fetten, komischen Frauen, die die Elfen anscheinend attraktiv finden. Ich meine, ehrlich gesagt, wie blind muss man für sowas sein? Man muss echt schon derbs verkommen sein. Fühlt ihr euch hier wohl, meine Freunde? Ah, wieder ein paar Grüne. Und ein Brauner. Den habe ich auch noch. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, das ist genau das, was ich befürchtet hatte. Lang lebe unsere Muttergöttin! Hey! Verlass diesen heiligen Ort! Spring rauf! Los! Essen bedeutet Anbetung! Essen bedeutet für dich Anbetung? Ja, ich glaube, das erkenne ich wieder in deiner, naja, Gewichtsklasse.
Okay. Positioniere ich die Grünen jetzt mal hier. Springen sie da drauf? Die da oben? Oder nicht? Springt auf die drauf, genau. Genau so. Nein. Aber die verschwindet jetzt auch. Immer diese Feiglinge. Und dann muss sie wieder hier hin. Springt auf sie drauf. Los. Hier. Ja, so klappt das. Und tot. So, jetzt muss noch wieder Spinnen kommen. Ah, da ist sie. Ich dachte schon, sie wäre abgehauen. So. Sende mein heiliges Fleisch nicht. Das ist sehr schlecht. Ich kann sie von hier aus nicht angreifen, fürchte ich. Okay, ich glaube, ich habe es kapiert. Ah, wieder die Steuerung, genau wie in Overlord 1. Für die Muttergöttin. Bedeutet Anbetung. Stirb! Schände mein heiliges Fleisch nicht. Wie, die lebt immer noch? Das ist sehr, sehr schade. So, jetzt! Jetzt muss sie aber sterben! Ah. Na endlich, und das hat uns ordentlich Diamanten eingebracht. Und die Grünen sind wirkungsvoll wie eh und je. So. Was können wir hier jetzt noch genau machen? Das legt garantiert den Weg frei, den ich brauche. Ah, der Braune will da immer rein, aber es ist nicht so gesund für ihn. Das sind wieder diese dummen Papageien. Heute sollte man die Federn ausreißen. Was ist das hier? Wieder eine Küste. Denkt ja nicht daran, ins Wasser zu steigen. Das hat schon mal zu Problemen geführt. Nicht nur einmal. So. Hier haben wir Schätze. Genau das, was ich mir erhofft hatte. Hey! Danke. Über 5000. Ich glaube, da können wir dieses Mega-Schwert da machen. Okay, jetzt geht nur noch der Weg nach unten. Ah, hier ist auch noch was. Wieso hatte ich das nicht vorher gesehen? Naja, wenigstens habe ich es überhaupt gesehen. Das ist schon mal was wert. Eine Kiste. Noch mehr Kisten. Ich sollte die Grünen vielleicht nachher mal aufwerten. Ich glaube, das könnte sich echt auszahlen bei denen. Die hauen ordentlich rein, wie man sieht. Yeah! Ich habe alle Schergen gerettet. Und jetzt kommen die verdammten Spinnen. Hey, ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass irgendwo mal gesagt wurde, dass die Grünen Spinnen als Reittiere bekommen. Das könnte natürlich sein. Ich will jetzt aber auch keine Mutmaßung anstellen. Das wäre falsch, aber... So.
wegschieben. Oder generell zurückschieben, damit wir da durch können. So, der Weg ist schon mal wieder freigelegt. Sehr gut. Ja, da sind nur Pandas, die müssen wir jetzt nicht platt machen. Wir müssen jetzt erstmal das grüne Schergennest finden, das ist das Wichtigste. Und dafür fehlt mir jetzt schon wieder die Zeit, weil das Video zu Ende ist. Ah. So. Dann werde ich jetzt erstmal die Wand da wegmachen. Und wir sehen uns im nächsten Video.